Willkommen auf unserem Kanal Salonlesungen. Bei der Lesung Auszüge aus Bruno Franks Ein Abenteuer in Venedig. Es lesen Manuel Gierisch, Renate Woltron, Renate Gippelhauser und mein Name ist Christa Kern. Wir freuen uns über Spenden. Die Möglichkeit dazu finden Sie im Text unseres Kanalimpressums. Empfehlen Sie uns weiter. Die Lesungen bleiben online verfügbar. Gute Unterhaltung. Als nach stundenlanger Dauer die Versammlung der Aktionäre ihr Ende erreicht hatte, begab sich Direktor Steingräber nach Hause und beschloss, Berlin und seinen geschäftlichen Posten für einige Wochen zu verlassen und sich nach Süden zu wenden. Den Nachmittag verbrachte er ordnend und versorgend an seinem Schreibtisch. Später empfing er den Besuch des zu seiner Vertretung berufenen Herrn, gab beim Abendessen seinem Diener die nötigen Befehle und reiste am folgenden Morgen. Er war allein in seinem Coupé. Auf dem Klapptischchen hatte er sich ein paar Bücher zurechtgelegt und er blickte von seinem Exitz aus auf die vorbeieilende herbstliche Landschaft. So, dachte er wiederholt. So, nun einfach los. Und er machte dabei stets eine kleine Geste mit dem Arm in der Richtung, die der Schnellzug mit großer Geschwindigkeit verfolgte. Ja, diesmal handelt es sich keineswegs um eine bildende und den Geschmack läuternde Reise. Oh, diesmal galt es einen entschlossenen Bruch mit der gewohnten tätigen und praktischen Existenz, eine wilde Absage auf Zeit allerdings, ach, auf Zeit, an all das, womit sonst das Leben ausgefüllt war, all die Versammlungen, die Sitzungen und alle Besprechungen vertraulicher Art an die durchprüfende, die organisierende und überwachende Tätigkeit, die er Jahr aus, Jahr ein in den Dienst des von ihm geleiteten industriellen Betriebes stellte. Er richtete sich ein wenig auf, nahm eine Eisenbahnkarte zur Hand, die bei den Büchern lag, entfaltete sie auf seinen Knien und sah auf die Festländer, die Inseln und Meere von Europa, mit der Nachlässigkeit des unbeschäftigten Reisenden, der für 24 Stunden ein freiwilliger Gefangener ist. Dann beschäftigte er sich im Besonderen mit den starken schwarzen Linien, die auf der Karte unter den Bahnstrecken die wichtigsten bezeichnen. Er fing an, sich hübsche, gerade Strecken herauszusuchen. Venedig war natürlich das Rechte für ihn. Man schrieb Oktober. Eine angenehme Empfindung nahm von Herrn Steingräber Besitz, die von dem Bilde verschlungener Kanäle und Gassen hervorgerufen wurde. Feierliche Stille vielmehr, schwarze Kähne auf spiegelndem Wasser, jenseits Tempelformen, die weiß im Mondlicht glänzen. Es ist ein Labyrinth. Du wusstest es gleich. Irgendwo treten die Steine auseinander. Für einen anderen kleinen Kanal, einen von den unzähligen anderen schmal wie der erste, schweigsam wie der erste. Und an seinem Ende wiederum glaubst du, die Einmündung eines dritten zu erkennen. Venedig muss ungeheuer groß sein. Der Direktor war nicht für die Dauer im Hotel abgestiegen. Und schon am Morgen nach seiner Ankunft machte er sich auf ein Mietzimmer zu suchen. Irgendwo, nur nicht in einer Pension oder in einem für Fremde überhaupt besonders hergerichteten Hause. Endlich fand er, was er wollte, nahe bei Santa Maria del Carmine und war froh, sich in diesem etwas abgelegenen Viertel unterzubringen. Ja, dies war nun Venedig, die seltsamste Stadt, ihm wohlbekannt und dennoch ihm wieder neu. Diesmal auf neue Weise neu. Vielleicht war es ein ausgezeichneter Gedanke von ihm gewesen, sich gerade hierher zu machen, um die Art von Dasein, darin es ihm zu eng und dumpf geworden, mit heilsamer Inbrunst zu verleugnen und womöglich ein wenig zu vergessen. Herr Steingräber vermied es fast ängstlich, sich in der Stadtgegend zu zeigen, die von den Fremden bevorzugt wird. Am liebsten war ihm Venedig am Abend.
vollends aber, als die Nächte finster wurden und die Stadt als ein ununterscheidbar verworrenes Ineinander von mächtigen Bauten und reglosen Wasserstraßen sich darstellte. Die vielen steilen kleinen Brücken zumal wurden für Herrn Steingräber mit jedem nächtlichen Streifzug wunderlicher und reizvoller. Er ging in die Gasse hinein. Mit einem Male taten sich die Mauern voneinander, leises Stimmengeräusch traf sein Ohr, und wie es ihm einige Male schon auf seinen Wanderungen durch Torbogen, Galerien und enge Durchlässe ergangen war, sah er sich unvermittelt unter den Arkaden der Piazza San Marco, die im schwachen Schein ihrer Glaslaternen mattspiegelnd dalag und wo zu der späten Stunde an den kleinen Tischen vor den Kaffeehäusern vereinzelt noch Gäste saßen. »Bringen Sie mir noch etwas gestoßenen Zucker«, rief er dem Kellner zu, auf Deutsch. Denn warum sollte man sich dieser gewandten Kreatur gegenüber, die ohne Zweifel 7 Sprachen gewandt verstand, eine solche Bequemlichkeit nicht gestatten? »Sehr wohl.« »Sie ärgern sich«, sagte gleich darauf mit leicht österreichischem Akzent ein Herr, der eben an des Direktors Tischchen Platz genommen hatte. »Sie ärgern sich, weil Ihnen die Flaggenstangen die Aussicht auf San Marco zerschneiden. Das Dekorative ist immer ein Feind des Schönen.« Herr Steingräber wandte langsam sein Gesicht herum. »Ja«, sagte er obenhin und nichts weiter. Zu sich selber sprach er. »Nein, er sieht ganz passabel aus. Übrigens kann man die Kirche kaum erkennen und die Fahnenstangen und vollends nicht. Seit 10 Tagen habe ich bei Gott und keinem Menschen gesprochen, außer mit dem Barbier und mit meiner Frau Panesini.« »Sind Sie wirklich ganz dies und gar dieser Meinung?« »Ich möchte denken, es gäbe hier in Venedig Beispiele vom Gegenteil. Man erstrebte das Dekorative und es wurde etwas Schönes daraus. Wie?« »Sie haben recht. Sie haben ganz recht, wie man so manchmal daherredet. Ich hätte bloß an San Marco selber denken müssen. Da ist ja Gold und Marmor zusammengehäuft in allen erdenklichen Stilen. Und für wen? No, für wen? Für die fremden Gesandten, die zum Dogen herfuhren. Die sollten sich gleich einen ordentlichen Begriff von Venedig bekommen und recht klein werden.« Herrn Steingräber kam die freudige Zustimmung des Herrn eigentlich etwas überraschend, doch liebenswürdig war sie, kein Zweifel. »Aber ich merke jetzt erst, dass man überhaupt gar nichts mehr von San Marco sieht. Vorhin bin ich nur zufällig ihrem Blick nachgegangen, übrigens von Slotzek.« »Er hat es eilig«, dachte der Direktor, griff an den Hut und nannte seinen Namen. »Herr Freud, ja, die Piazza ist schlecht beleuchtet. Man rechnet mit dem Mondschein, praktische Romantik. Ich habe nur einmal ordentliches Licht hier gesehen. Fackellicht, taghell. Das war wundervoll, sage ich Ihnen.« Er machte wieder eine Pause, wie um der Frage Raum zu geben, bei welcher Gelegenheit er diesen Eindruck davongetragen habe. »Das war voriges Jahr bei der Grundsteinlegung zum neuen Campanile, ja. Jetzt stehen schon mehr als 6 Meter. Der Hof war da, die Königin, eine schöne Frau, die Königin, der König ganz kleiner Herr und hinter ihm her seine Offiziere, einer kleiner als der andere. Komischer Anblick, besonders für jemand, der deutsches Militär kennt. Sie sind Berliner?« »Ja.« Es stellte sich heraus, dass Herr Slotzek österreichischer Offizier gewesen war, dass er als Leutnant und zuletzt als Oberleutnant der Artillerie angehört und vor nunmehr 2 Jahren seinen Abschied genommen hatte. »Artillerist in Wien. Da kennen Sie natürlich Graz, hübsche Stadt, Graz.« Aber der Direktor, der nun eine förmliche Lust zum Plaudern verspürte, nannte die Namen einiger Grazer Familien, zu denen er in Beziehungen getreten war, die eines Bankiers,
Die eines Gerichtspräsidenten? Also dort sind reizende Töchter im Haus, Herr Oberstleutnant. Ich habe ein wenig verkehrt, gerade damals aus Gründen, aber Sie werden lachen. Was halten Sie von melancholischen Offizieren? Schließlich habe ich meinen Abschied deswegen genommen. Um es nur zu gestehen, ich brauche Ihnen bloß zu sagen, dass ich von mütterlicher Seite her mit Lenau verwandt bin. Sie standen zusammen auf, schritten langsam die Arkaden hinunter und durch den Ausgang unter dem Atrium. Übrigens, rief Herr von Slotzek und blieb vor einem schreiend gelben Plakat stehen, das gerade unter einer Ecklaterne eine riesenhafte fensterlose Mauer verunzierte. Die Villani singt in Norma. Das ist die schönste Rotblonde, die Sie sehen könnten. Echte Venezianerin, garantiert. Ich gehe bestimmt hin. Kommen Sie doch mit. Oh! No, was? Seien Sie nicht so preußisch steif. Wirklich, ich garantiere Ihnen eine First-Rate-Rotblonde-Beauté. Und dann überhaupt, wenn Sie das Fenice-Theater noch gar nicht kennen. Ich war gut und gern meine 50 Mal drin. Und immer begeistert es mich wieder, wie man da schon anfährt. Die Freitreppe vom Vestibül heruntergeht, direkt in den Kanal. Sie legen mit der Gondel an. Vor ihnen und hinter ihnen kommen Gondeln mit den schönsten Frauen. Großes Dekolleté unterm Pelz. Die Melancholie scheint sich immerhin gebessert zu haben in der Familie seit Lenau, stellte Herr Steingräber bei sich fest. Allein das Bild der farbig belebten Theatertreppe, die zum Wasser hinunterführt, war unstrittig nicht ohne Reiz. Und man trennte sich mit der Verabredung, am folgenden Abend kurz nach 8 Uhr wieder zusammenzutreffen. Am Morgen war Herr Steingräber verdrießlicher Laune. Er ging nicht aus dem Haus, sondern wartete mit Ungeduld auf das abendliche Zusammensein mit dem Oberleutnant. Mit Ungeduld, obgleich er sich fast schon grollte für die ein wenig disziplinlose Bereitwilligkeit, mit der er sich dem fremden Menschen angeschlossen hatte. Böses Zeichen, ein sehr böses Zeichen. Schließlich, es war gegen 4, machte er sich fertig, stieg die Treppe hinunter und ging davon in der Richtung nach San Marco. Er bog um die nächste Ecke und sah sich plötzlich Auge in Auge mit dem Oberleutnant, der mitten in der Gasse stand, breitbeinig und die Hände auf seinen Stock gestützt. Herr Steingräber war sehr überrascht, aber noch mehr erfreut. Und da auch Herr von Slotzek durchaus glücklich schien über den Zufall, spazierten sie zusammen weiter. Sie riefen eine Gondel an und waren bald im großen Kanal. Herr von Slotzek hielt seine Augen von der Seite her aufmerksam auf den Direktor gerichtet. Die Bildung seines weichlichen Kinds hatte unbedingt an Bestimmtheit gewonnen. Da, sehen Sie, Herr Direktor, sagte er plötzlich und deutete auf eine größere Barke, besetzt mit einer vierköpfigen britischen Familie. Man fand sich der Piazzetta gegenüber. Eine hoch aufgeschossene Tochter, deren Kopf von einem auffallend kleinen Hütchen etwas lächerlich bekrönt war, las, der schon beginnenden Dämmerung trotzend, mit gleichmäßiger Stimme aus ihrem Handbuch vor. Und jedes ihrer eindringlichen Worte war deutlich zu hören. At left, las sie, between the library and the royal garden, you remark the old checker of mind. Am unbegreiflichsten sind doch die Gondoliere dort im Kanal, die immerfort an den Palästen in die Höhe deuten und die Namen nennen, immer mit der gleichen Geste und immer mit der gleichen geübten, zärtlichen Stimme. Wahrscheinlich haben sie die Bewegung und den Tonfall schon vom Vater und vom Urgroßvater geerbt. Ja, eigentlich ist es immer der gleiche Gondolier. Aber schließlich geht es uns nicht allen so. Ein Künstler in der Kirche, der immer den gleichen grünen Vorhang zur Seite zieht, oder ein deutscher Bauer, der Jahr aus, Jahr ein seine Feldarbeit macht, oder... Bah!
Es geht uns also. Sie haben recht. Sie sind Industrieller? Nicht ganz am Platze, diese Frage gerade jetzt. Nun, der Mann ist da ein bisschen verwildert. Ja, Sie haben es da gut, Herr von Slosek. Sie reisen, Sie fliegen, Sie sind ganz frei. Wir sind alle eng gefesselt. Man nahm irgendwo in der Eile eine kleine Mahlzeit, bestieg von neuem die Gondel und landete vor La Fenice. Treppe und Vestibül waren schon leer. In brausenden Stößen drang die Musik heraus. Während des zweiten Aktes, als sie sich unterhielten, erschien mit einer Art von Laufschritt in der Reihe vor ihnen, wo einige Plätze leer waren, ein kleiner, dunkelhaariger Mann mit feurigen Augen tat seiner Eile plötzlich Einhalt und schüttelte dem Oberleutnant mit Enthusiasmus die Hand. Ja, das ist reizend. Sind Sie auch Herrinnen, Slotzek? Die Villani anschauen, das ist gescheit. Oh, pardon, Sie sind in Gesellschaft. Herr von Slotzek stellte vor. Hoch erfreut. Hat Sie der Slotzek hereingeführt? Ja, auf dem seinen Rat kann man sich verlassen. Der kennt sich aus, ob es ein Frauenzimmer ist oder ein Theater. Ja, ich bin Herrn von Slotzek sehr dankbar. Die Villani ist vorzüglich und auch die anderen. Ja, finden Sie auch die anderen? Sie haben recht, nicht übel. Ob zwar das Star-Unwesen. Wo geht's denn Ihrer nachher noch hin? Der Direktor hob den Kopf. Herr von Slotzek gab etwas zur Antwort. Raus? Jetzt? Das ist originell. Aber das Licht geht aus, man fängt wieder an. Ich empfehle mich, Herr Direktor. Rivederci, Slotzek. Adieu. Das Licht blieb vor der Hand, wie es war. Und der Direktor, als er zufällig auf das Trittbrettchen am Boden hinblickte, sah, wie sich unter dem Lackleder von Herrn Slotzeks linkem Halbschuh die Zehen nervös bewegten. Ja, bei einer besonders heftigen Bewegung des Fußes ließ sich, da der Schuh ein wenig heruntergezogen wurde, deutlich erkennen, dass der elegante, dunkelblau-seidene Strumpf an dieser Stelle ein Loch hatte. Dieser kleine Mangel rührte den Direktor und stimmte ihn beinahe zärtlich. Ja, die eleganten Leute ohne Frau, mit den vielen Frauen, die keine Löcher zustopfen. Haben Sie sich geärgert? Ich meine, wegen des Ihr. Wegen, aber ich bitte Sie. Wieder auf die Piazza, Herr Direktor? Wird das ewige Café Florian nicht schließlich ein bisschen fade? Wenn Sie denn recht ist, machen wir die paar Schritte bis zum Campo San Bartolomeo. Da ist ein kleines Café, auch mit Tischen vor der Tür. Man hat den netten, lustigen Goldone gerade vor den Augen und ein ganz hübsches Leben und Treiben. Wirklich standen und wandelten, als sie dort ankamen, noch allerhand Paare und Gruppen umher. Ein paar von den Mädchen zeigten feine, blasse Gesichter über ihren schwarzen Schal, wenn sie im Lichtschein der Laterne vorbeikamen. Es war 3 Uhr, als sie aufbrachen. Das Café hinter ihnen war längst geschlossen und in den Gassen zeigte sich keine Seele. Nein, ich begleite Sie. Der Spaziergang wird mir gut tun. Ich bin ein bisschen, sagen wir, bewegt. Sie überschritten die Rialto-Brücke. Auch hier begegnete ihnen kein Mensch. Nur ganz unten, auf der letzten jenseitigen Stufe im Schatten eines der Verkaufsläden, erblickte Herr Steingräber ein Mädchen, ein großes, stark gebautes Geschöpf, das den warmen Fransenschal um die Schultern und um die Brust, wer weiß, wie viele Stunden schon unbeweglich hier gewartet haben mochte. Ob auch sie nicht nach uns hinsieht? Und Herr Steingräber drehte sich um. Der Schein der Brückenlaterne fiel auf ihre Züge und auf die des Oberleutnants, der einen Schritt zurückgeblieben war. Die beiden tauschten eben einen Blick aus und ein ganz flüchtiges Lächeln. Sieh da, eine zarte Beziehung, ein Mädchen, das an den Brücken wartet.
Wir Menschen sind seltsam konstruiert. Es ist vieles in uns nebeneinander. Er blieb stehen. Er fasste Herrn Steingräbers Hand und rief, wie jemand, der seine Empfindungen nicht länger mehr zu beherrschen imstande ist, mit innigem, ja dringendem Tonfall. Ich bin so froh, Sie kennengelernt zu haben, mein lieber Herr Direktor. Und Herr Steingräber, in empfänglicher Verfassung ohnehin und vollends gerührt durch diesen Ausbruch eines einfachen Gefühls, erwiderte mit herzlichen Worten, ohne etwa für die riesenhaft bedrohlichen Schattenbilder ein Auge zu haben, die von der gebuckelten Nase des Herrn von Slotzek an der schwach erhellten Kirchenmauer hervorgerufen wurden. Der Oberleutnant brachte ihn bis an sein Haus. Am nächsten Morgen trafen sich die Herren verabredetermaßen zum zweiten Frühstück. Am übernächsten Nachmittag sah man sie auf San Michele, der Friedhofsinsel. Herr von Slotzek hatte das lebhafte Verlangen ausgedrückt, wieder einmal einem venezianischen Leichenbegängnis beizuwohnen. Schließlich erfuhren sie bei dem Wächter, dass in Venedig nur am Morgen Tote zur Ruhe bestattet würden. Im Gegensatz zu dem Oberleutnant, der große Enttäuschung merken ließ, war Herr Steingräber trotzdem nicht unzufrieden mit der unternommenen Fahrt und vollends geriet er in Entzücken, wie ihnen dann bei der Rückkehr Venedig im milden Licht und in den tiefen Farben eines warmen Herbstabends mit seiner vollkommensten Schönheit aus der Lagune entgegenstieg. Die Gondel hatte vor dem Gasthof angelegt, in dessen Restaurant man speisen wollte. Aber wie unangenehm, man ist ja nicht einmal für den Abend angezogen. Herr Steingräber sah über die vielen Tischchen hin, die von Herren im Frack und von Damen in ausgeschnittenen Kleidern besetzt waren. Ein einziger brauner Straßenanzug nur ließ sich bemerken. Er gehörte einem dunkelblonden Herrn, der allein vor seinen Tellern saß. Doch dieser Herr hörte auf zu essen. Er stemmte, offenbar in höchstem Erstaunen, beide Hände gegen die Tischplatte und beugte sich dabei zurück. Dann aber sprang er auf, stieß seinen Stuhl zurück und hatte plötzlich Herrn Slotzek, der seinerseits mit einem frohen Ausruf stehen geblieben war, an den Händen erfasst. Sie tauschten überraschte und sehr herzliche Grüße aus. Aber das ist doch ein Wunder, das ist doch mehr als ein Wunder, sagen Sie selbst. Vorgestern reise ich von Riga ab und steige in Warschau in den Express. Vor einer halben Stunde komme ich hier in das Hotel. Ich lasse mir nicht die Zeit, mich umzukleiden, fange eben an, meine Suppe zu essen. Der erste Mensch, der zur Tür hereinkommt, muss mein Freund von Slotzek sein. Merkwürdig, nein, merkwürdig. Mit ein paar geflüsterten Worten erklärte dem Direktor darüber auf, dass sein junger baltischer Freund Dr. Paulisen bei der Rieger Stadtverwaltung als juristischer Beirat beschäftigt ist. Die rechte Hand des Bürgermeisters. Viel Empfindung, die beiden. Wirklich sehr viel Empfindung. Denkt Herr Steingräber, und ein wenig geniert erkundigt er sich eifrig nach den Umständen, unter denen die beiden Herren vormals Bekanntschaft geschlossen hatten. Er erfährt, dass das in Wien geschehen war. Herr von Slotzek hatte dort einen Urlaub verbracht, Dr. Paulsen ein Studienjahr. Du warst nicht glücklich damals, Kurt. Nein, wirklich, Hugo. Und das hast du uns büßen lassen, mein Lieber. Jede Nacht saßest du über den Karten mit einem so traurigen Gesicht, als wolltest du dich selber ruinieren. Aber du hast uns ruiniert, beinahe ruiniert in 12 oder 13 Nächten. Klittering, Hohlmann, mich, Gallup. Bei dem letzten Namen aber sprang Herr von Slotzek auf. Er streckte den Arm vor mit weit gespreizten Fingern, er öffnete den Mund. Allein er sagte nichts. Mit völlig verstörter Miene nahm er wieder Platz. Es geht wirklich zu Ende mit mir. Diese Gedankenschwäche, diese Gedankenflucht, das ist der Marasmus. Es beginnt. Aber was ist mit dir, Kurt? Ich vergesse. Denk dir, Hugo, ich vergesse, dass Gallup hier ist. Viktor Gallup hier in Venedig. Ich vergesse, dir das mitzuteilen. Gallup hier?
Wo? Seit wann? Und du sagst mir nichts? Und man brach eilig auf, um Herrn Gallup noch beim Konzert auf der Piazza anzutreffen, wo er jeden Donnerstag, und es war Donnerstag, an einem bestimmten Kaffeetischchen mit Sicherheit zu finden war. Er war noch da und alsbald voll Seligkeit. Dr. Paulsen wieder einmal im Leben zu begegnen schien, so betrug er sich, immer seine strahlendste Hoffnung gewesen zu sein. Und es hätte höchstens befremden können, dass diese Begeisterung ihn offenbar nicht dahin vermocht hatte, während der Zeit des Getrenntseins irgendeine Verbindung zu suchen oder aufrecht zu erhalten. Sehr bald indessen fanden sich beide Parteien aus lautem Enthusiasmus in vollkommene Ruhe zurück. Ja, was Herrn Gallup anbetrifft, so bemerkte der Direktor nicht ohne Wohlgefallen, um wie viel zurückhaltender und bescheidener er sich betrug, als sein erstes Auftreten im Theater hätte vermuten lassen. Kein einziges Mal sogar gebrauchte er, wenn er außer seinen Freunden auch den Direktor meinte, die Anrede ihr. Weißt du auch, mein Lieber, was Gallup und ich beschlossen haben? Nein? Du ahnst nichts? Nichts? Dass wir heute Nacht Revanche spielen. Wenn wir dir 15.000 Lire abgenommen haben, wollen wir es genug sein lassen. Es ist noch nicht einmal die Hälfte. Einmal muss es ja wohl sein und dann darfst du ins Bett. Ich habe gar kein Bett für heute Nacht. Aber das mit dem Spiel ist natürlich Unsinn. Wir werden noch länger zusammen sein hier in Venedig. Und übrigens, es wäre Herrn Steingräber gegenüber sehr unhöflich. Ein anderes Mal. Warum denn ein anderes Mal und nicht heute? Du kannst bei mir schlafen, Herr Nach. Ich habe einen Schlafdivan. Großartig. Und was den Herrn Direktor anbelangt, vielleicht machen Sie ganz einfach mit, ein kleines Baccarat. Kann Ihnen ja überhaupt gar nicht imponieren als Weltmann. Zwar, man weiß wahrhaftig nicht, wo man sich niederlegen soll. Das sind so die Versuchungen, sehen Sie. Sie können sich gleich einmal von meinem Glück überzeugen. Feststellen, dass ich nicht aufgeschnitten habe, mitzutun. Davon rate ich Ihnen geradenwegs ab. Die beiden Herren da werden später auch ein bisschen zornig sein über ihre Revanche. Was meinen Sie also, Herr Direktor? Nun, ich komme mit. Sie machen mich ja neugierig. Die Gondel landete. Nach einer vielleicht halbstündigen Fahrt, die ziemlich schweigsam verlief, an einem gleichgültig aussehenden Haus. Nachdem von einer alten Frau geöffnet worden war, erstieg man zwei wohlbeleuchtete, mit roten Läufern belegte, schmale Treppen und gelangte durch eine unverschlossene Tür in Herrn Gallups mäßig großes, trotz der Oktoberwärme schon kräftig geheiztes Wohnzimmer. Auf dem Tisch in der Mitte stand hier bereits angezündet eine mit gelber Seide verhängte Lampe, die ihren Schein über eine Garnitur grüner, symmetrisch umherverteilender Plüschmöbel breitete. Über einen etwas schiefgezogenen, nicht sehr reichlich gefüllten Blumentisch aus Metall und über zahlreiche Damenfotografien, die sämtlich kunstvolle Frisuren, breite Gesichter und bedeutende Dekolletés aufwiesen. Man nimmt an Wohnungen, was man bekommen kann, Herr Direktor. Seine feurigen Augen konzentrierten sich auf die Karten, die er mischte, schnitt, wieder mischte und wieder schnitt. Ich denke, das genügt. Wollen abheben? Danke. Wer nimmt zuerst die Bank? Du, Slotzek? Ist nur eine Anstandspflicht. Wir müssen Herrn Direktor fragen. Danke, danke. Es ist im Wesentlichen ja eine Affäre zwischen Ihnen, meine Herren. Ich bin nur so ein bisschen dabei als Outsider. 500 in der Bank. Nun also, um anzufangen, sagte der Direktor, indem er zwei Scheine hinlegte und dann deckte er die 8 auf. Nicht schlecht für den Anfang. Na, jetzt werde ich vernünftig. Herr von Slotzek hatte auch drüben verloren. Noch einmal 500, gab er an. Doch als die Karten schon nach beiden Seiten hin verteilt waren, hielt er fest. Halt! Ich erlaube mir eine Gewissensfrage. Ich möchte den Barbestand der Herren kennen. Hier sind noch 5.000. Verzeihen Sie, Direktor. Nun, Gallup. 3,5 Mille.
Du, Paulsi? 10.000, warum? Und darf ich mir erlauben... Auch ungefähr so viel. Ich habe ja bei meiner Frau Baranassini nicht einmal einen Kasten, den ich ordentlich verschließen kann. Ich muss also alles mit mir herumschleppen. Aber bilden Sie sich bitte nicht ein, dass ich hier ohne mein Hemd weggehen werde. Man muss aufzuhören, verstehen, ja? Nein. Rief Dr. Paulsing gedehnt, als der Offizier 5-mal seine Bank erneuert und stets verloren hatte. Nein, so etwas erlebe ich bei Gott zum ersten Male mit ihm. Ich bin mit den Leuten nicht hergekommen, um Geschäfte zu machen. Verdammt doch mal. Ich habe da 750 Francs gewonnen. Wenn man mir die Bank lassen will, so nehme ich sie mir mit diesem Betrag. Er übernahm die Bank und gewann. Zwar verringerten die drei Herren ihre Einsätze, doch immerhin lagen nach wenigen Schlägen über 2.000 Francs in Gold und Banknoten vor seinem Platz. Man sieht Ihre blinde Hoheit, die Kausalität selbst ein wenig am Werk, wie? Haha, lieber Slozek, ha! Herr von Slozek schwieg. Sein Kinn hatte einen vollkommen willensstarken Ausdruck angenommen. Muskeln spielten an seinen Wangen, die weniger fett erschienen. Die Nase war ein Geierschnabel, ohne alle Einschränkung. Nein, mein Lieber, am Spieltisch, da bist du nicht zu gebrauchen. Aber ich will hier nicht Tausende wegtragen. Er fuhr fort, Karten auszuteilen und verlor Schlag auf Schlag nach beiden Seiten hin. Nun lagen noch 300 Lire vor ihm. Also das hier noch. Gleichgültig und durch die Kartenbilder ein wenig ermüdet, ließ er seine Augen auf die Tischdecke und dann nach abwärts gleiten. Dorthin, durch Zufall, wo im Licht der Lampe Herrn von Slotzeks rechtes Bein aufreizend bequem über seinem linken lag. Zuerst sah der Direktor ohne Blick auf den amerikanisch gekrümmten Lackschuh, der ihn fast berührte. Plötzlich aber trat Bewusstsein in sein Auge. Waren das noch dieselben dunkelblau seidenen Socken, die Herr von Slotzek an jenem Abend im Theater getragen hatte? Es schien so, aber man trug im Grunde seidene Socken nicht so viele Tage. Unwillkürlich beugte er sich, spähend ein wenig auf seinem Stuhl zurück. Ja, da war auch noch das Loch, das sympathische kleine Loch an der Ferse, das auf Vereinsamung und Untreutheit schließen ließ. Es war groß geworden, das Loch. Es erstreckte sich offenbar über die ganze Ferse. Bei der geringsten Bewegung des Fußes erschien oberhalb des hinteren Schuhrandes ein Stückchen Haut. Ob ich am Bahnhof wohl noch eine Gondel finde? Herr Steingräber ließ mit einer plötzlichen Bewegung die Karten aus der Hand gleiten. Er erhob sich halb und sagte mit seinem flüchtigen Lächeln: Verzeihen Sie, meine Herren, für mich ist Schluss. Sie nehmen es mir wohl nicht weiter übel, wenn ich die Kröten da mitnehme. Wie? Ich bin kaputt, schläfrig. Amüsieren Sie sich noch recht gut zusammen. Ja? Und ohne jemand von den dreien anzusehen, stand er vollends auf und wandte sich dem Tisch, den Rücken zukehrend, zum Kleiderständer. Das Gesicht nach der Wand legte er seinen Überzieher an und machte dann wieder kehrt, um sich von den Herren zu verabschieden. Aber die drei Herren waren verschwunden. An ihrer Stelle gewahrte der Direktor drei Tiere, drei reißende, böse Bestien, die sprungbereit ihrer Beute gewiss mit scheußlichem Hohn ihn lautlos betrachteten. Ob er sich vielleicht einbildete, hier entrinnen zu können? Du willst also nicht da bleiben, mein Junge, sagte endlich mit einer heiseren und vergnügten Stimme, die eine Bestie, die von dem Direktor immer Herr von Slotzek genannt worden war. Er wird müssen, rief die zweite, die mit ihrer frech vornübergebeugten, verächtlichen Haltung nun auch einen recht schrecklichen Eindruck machte.
Ich... Du, schrie der frühere Herr von Slotzek, und er schrie es plärrend, nachäffend und ließ sogar die Zunge ein wenig heraushängen bei dem einen Wort, das mit Gemeinheit durch und durch gedrängt war. Du, brüllte er noch einmal und machte stiere, glotzende Augen, während er brüllte. Aber was nun folgte, war kaum mehr als ein einziger Schlag, war ein fast gleichzeitiges Gewirr von Gesten, ein rasendes, blitzschnelles Ineinander. Herr Steingräber nämlich, dem für einen Augenblick nahezu das Bewusstsein geschwunden war, vor Schrecken nicht sowohl als vor einer ungeheuer plötzlichen, kaum fassbaren Einsicht. Herr Steingräber bemerkte, zum Denken zurückkehrend, dass das dritte Tier, das kleine, glatte, widrige mit den glänzenden Augen, im Begriffe war, sich zwischen seinem Rücken und der Wand hindurchzuschleichen. Wollte es ihn von hinten fassen? Wollte es zur Tür, um den Riegel vorzustoßen? Herr Steingräber machte eine Wendung, sah ihm in die Augen. Es wich ein wenig zurück, blickte sich nach Beistand um. Und er, der Denker, der Melancholiker, der Nervenkranke, den die Wanduhr störte, Herr Steingräber erinnerte sich unbegreiflich rasch an all das. Er bewegte sich nun vorwärts, er stieß ein abscheuliches Lachen hervor, schob die Ärmel seines Jacketts ein wenig zurück. Komm, mein Jung, sagte er, und seine Stimme klang durchaus nicht anders, als habe er sein Dasein in einer Hamburger Hafenkneipe verbracht. Durchaus nicht anders. Und Herr Steingräber kam. Mit einem Wutschrei stürzte er auf ihn zu und schlug ihm mit beiden Fäusten mitten ins Gesicht. Der andere taumelte, stolperte zurück. Herr Steingräber sah das nicht mehr. Er ward von hinten ergriffen, er schlug wie rasend mit den Füßen aus, um ihn drehte sich das Zimmer, er schloss die Augen. Irgendwo packte er einen Arm mit beiden Händen und bog ihn toll vor Zorn und vor Grauen. Er hörte ein Geräusch wie von zerbrechenden Knochen. Er spürte im Nacken einen Schlag, warf sich nach rückwärts, durch die Tür, die Stiegen hinunter, blind links. Eine Stimme gellte durchs Haus. Türen schlugen krachend zu. Unten, schon gegen das Ende der Stufen, kam ihm jemand entgegen. Jemand stieg langsam die Treppe herauf. Es war nicht möglich anzuhalten. Herr Steingräber umfasste eine weiche Gestalt, wäre fast mit ihr im Arm hingestürzt, sprach Pardon und griff an sein bloßes Haar, um den Hut zu ziehen. Zerbrochenes Glas klirrte auf den Stufen. Ja, es war ein halbnacktes Frauenzimmer gewesen mit Gläsern und einer Flasche. Oh Gott sei Dank, es galt nur, an der Kette zu ziehen, das Tor ging auf. Er war draußen, er rannte durch die Galerien davon. Hinter ihm, nicht fünf Schritt hinter ihm, stürzte ein schweres Etwas, ein steinernes Etwas, hoch oben auf das Pflaster nieder und zersplitterte krachend. Und er rannte über eine Brücke, eine Gasse hinunter, über noch eine Brücke. Er rannte zuerst aus einfacher Furcht, weil ihm die grinsenden Fratzen der drei grässlich vor den Augen tanzten, weil er ihm entlaufen wollte, unendlich weit diesem tödlichen Frauenhaus, aus dem ihn ein Anfall von taubblinder Wut wie ein Wunder hatte entrinnen lassen. Er wollte fliehen. Er war rasend vor Angst. Endlich, wider Willen, gezwungen vom Blut, das wild in seinem Schädel sauste, hielt er an und nahm dumpf wahr, dass er nicht sicher auf seinen Füßen stand. Er runzelte die Brauen und blickte, um sich zur Sammlung zu nötigen, starr vor sich hin. Ja, drüben auf der Giudezza gibt es ein paar Fabriken. Es sind nicht viele. In Venedig lebt man von den Fremden. Venedig ist die dunkle Pracht. Eine solche Pracht, und die Venezianer denken, also gut, unsere Stadt ist eine Attraktion für die Fremden. Mögen sie nur kommen und sich die Museen und die Palazzi anschauen. Mögen sie da hineinlaufen. Merkwürdig, dass sich jemand für so langweiliges Zeug interessiert. Aber schließlich, wenn es uns einen Vorteil bringt, zweifellos. Das dachten die Venezianer. Ja. Und plötzlich wurde seine Benommenheit zerrissen durch einen Schrei. In seiner Erinnerung klang jenes fürchterliche Du auf, das plärrende, mit Gemeinheit überfüllte Du, das ihm einer ins Gesicht gespien, mit dem ihm ein Verworfener die unnütz gewordene, lästige Maske vor die Füße geschleudert hatte. Da,
Du Schafkopf, hast du deine Sterne und dein weltumspannendes Gefühl und deine menschliche Enge? Du bist in einem netten, kleinen Venezianer. Und rückst du nicht gleich mit deinem Speck heraus, dann schneiden wir dir die Gurke ab und schmeißen dich in den Kanal. Ja, was waren hiernach alle Erlebnisse? Was waren nun noch alle Ereignisse der Welt, gegen deren Größe unempfindlich zu sein er sich Schuld gegeben hatte? Was frommte es noch, sich der Größe des Meeres und der Gestirne hinzugeben, wenn das alles nicht mehr war als ein Mittel, dessen sich ein Betrüger, irgendein ganz gewöhnlicher Beutelschneider, mit Geläufigkeit bedienen konnte, um seine Leute zu ködern? Wenn niedrige, hässlichste Gewinnsucht so weit und groß war, dass alle Träume und Gedanken in ihr Platz fanden und ihr dienten, dann lohnte es sich wahrlich nicht mehr, einen einzigen Blick vom Boden aufzuheben. Hätte ihn jemand in dieser Minute danach gefragt, Herr Steingräber hätte es sicher geleugnet, dass er der Urheber dieser verzweifelten Idee sei. Er stand da, und die verzweifelten Ideen zogen durch ihn hindurch wie durch ein Tor. Und es war ihm zumute, als sei ein ganz anderer gezwungen, so grauenhafte und übrigens unklare Schlüsse zu ziehen. Es fror Herrn Steingräber sehr. Weißt du, was ich bin? Materia triumphans, das bin ich. Ich bin der lebendige Beweis dafür, dass dieses Wesen Mensch, das den Himmel und die Erde umspannt und den Himmel und die Erde ausspricht, dass dieses Wesen zusammengehalten ist durch eine Kruste der niedrigsten Rohheit, dass das Himmelslicht, mit dem wir aus ganz unbekannten Gründen erhellt sind, in einer stinkenden Höhle voll von Unrat brennt. Herr Steingräber schien es, als offenbare sich ihm da fernher ein sehr tiefes und furchtbares Geheimnis. Er hatte sich auf den Heimweg gemacht. Er dachte stoßweise und indem er bei jeder neuen Erkenntnis stehen blieb. Das also war die plötzliche Begeisterung für die Villani und für die Gondeltreppe am Theater. Er wurde lyrisch. Ich sollte den Ungarn Galab kennenlernen. Und wodurch in aller Welt habe ich ihn dann deutlich verraten, was mich innerlich beschäftigt? Ich muss ja kindisch offen gewesen sein auf der Fahrt von San Michele. Da sah ich jede Minute auf seine Uhr. Er wollte den Walten nicht versäumen, das hat er gesagt, wie lächerlich. Doch nein, ich will mich nicht schämen. In seiner Rede am Dogenpalast aber schien das Herz der ganzen Welt zu schlagen. Das Herz der ganzen Welt schlug wirklich darin und dennoch sprach er einzig und allein, um mich vollends einzufangen. Zu Hause, zu Hause! Da waren schon die Karten für das Baccarat markiert. Oder nein, das lohnte ja nicht der Mühe. Man würde mich ja einfach niederschlagen. Er fühlte sich matt, wie einer, der von einem beschwerlichen Marsche zurückkommt, und stieg nicht ohne Mühe die Treppen hinauf. Aber seine Tür stand weit offen. Man ist gleichzeitig auch hier gewesen. Und er hob beim Schein des angezündeten Wachsfadens eine Karte auf, die leicht an der Schwelle befestigt war. Diese Karte trug die Zeichnung einer Hand. Die Hand war ungeschickt mit blutroter Tinte bemalt. Recht kindliche Allüren, sagte er vor sich hin, zündete die Lampe an und ehe er noch seinem Eigentum einen musternden Blick gönnte, betrachtete er den Fund genauer. Es war aber wirklich nichts Besonderes. In der linken oberen Ecke standen mit einer Art von köchnen Handschrift die Worte »Rote Faust« zu lesen. Die Rückseite zeigte auf Französisch die Anpreisung einer Hautcreme und ließ erkennen, dass man sich zu dem blutigen Memento einer Geschäftsanzeige von Roger und Gallet bedient hatte. Dann wandte sich Herr Steingräber zu seinem Schrank. Auch er stand offen, aber nichts fehlte. Nur war an den Westen seiner Anzüge das Innenfutter
säuberlich aufgetrennt. Ja, es hatte sich um korrekte Halunken gehandelt, um Halunken übrigens, die noch keinen 5-Lire-Schein erbeutet hatten. Zeit mussten sie im Überfluss gehabt haben. Ohne auch nur die Hausfrau zu stören, hatten sie das Zimmer einfach aufgeschlossen, mit dem Schlüssel, der draußen unter der Matte lag. Er entkleidete sich und streckte sich unter den Decken aus, beruhigt offenbar darüber, dass sein Abenteuer sich nicht etwa mit einem zweiten Einbruch erneuern würde. Ohne dieser Möglichkeit auch nur einen Gedanken zu schenken, fiel er bei unverschlossener Tür in einen tiefen Schlaf. Als er aufwacht, ist es 9:30 Uhr. Er besinnt sich einen Augenblick, springt aus dem Bett, sucht das Kursbuch hervor und stellt fest, dass ein für ihn passender Zug kurz nach 12 abgeht. Eine Gondel wird geholt. Der Weg zum Bahnhof ist nicht sehr weit. Dort kommt schon das letzte Brückchen vor dem Kanal. Da ist der große Kanal, da kommt der Bahnhof. Auf den freien Platz vor der Halle brennt die Sonne herunter. Getümmel herrscht, am Quai stoßen sich die bepackten Wasserdroschken. Zeitungsjungen brüllen. Es pfeift ein Zug. Das Leben ist nur für den kompliziert, der es selbst dazu macht.